willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein SwissHepa. Mit Freude dürfen wir aus dem Arzt-Patienten-Seminar über autoimmune und cholestatische Lebererkrankungen vom 11. Juni 2022 am Universitätsspital Zürich die Vorträge online zur Verfügung stellen. Mit diesem Referat zum Thema Komplikationen, Leberzirrhose, Leberkrebs und Transplantation. Von Professor Andreas Krämer, leitender Arzt Hepatologie am Universitätsspital Zürich. Herzlich willkommen, Herr Professor Krämer. Ich möchte Ihnen sozusagen ein bisschen näher bringen, was passiert, wenn wir eben nicht frühzeitig behandeln oder eben nicht ausreichend behandeln und die Erkrankungen weiter voranschreiten. Und da möchte ich Ihnen nochmal Anatomie oder die Histologie der Leber aufzeigen. Die Leber ist ja ein, sage ich mal, sehr komplexes Organ. Da kommt das Blut vom Darm und wo alle Nahrungsbestandteile mit enthalten sind. Und das Blut, was vom Darm kommt, das kommt hier letztendlich neben der Arterie, das sauerstoffreiche Blut mitbringt, wird das hier transportiert und fließt dann zwischen diesen Leberbälkchen zur Lebervene hin. Und daneben dran, das Grüne, sind die Gallengangszellen, die dann diese Gallengänge bilden. Die fließen genau entgegengesetzt zu diesem portalvenösen Blut. Und diese einzelnen Läppchen, die nennen wir dann hier eben, die sind so angeordnet, das sind am Rand immer die sogenannten Portalfelder und in der Mitte so ein Zentralvenenast, da fließt das Blut dann weiter zum Herzen und dann zur Lunge. Und das ist alles schön angeordnet und das Blut kann hier ungehindert hindurchfließen und das geht praktisch ohne großen Druck. Und Sie können sich nun vorstellen, wenn das vernarbt, wenn da plötzlich Narbengewebe da drinnen ist, dann wirkt das wie eine Art Staudamm und das Blut kann eben nicht mehr gut durch die Leber fließen und dann entstehen letztendlich die Komplikationen. Ich habe Ihnen das nochmal aufgezeigt hier anhand der Fettleber. Das betrifft ja die allermeisten Patienten. Und Sie sehen, so schaut eine normale Leber aus. Die ist braun, die ist ganz glatt von der Oberfläche, die ist ganz weich. Und wenn dann zu viel Fett in der Leber ist, dann verändert sie erstmal ihre Farbe. Sie wird vielleicht größer. Und das Fett ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die Entzündung, die entsteht in der Leber durch zu viel Fett oder durch einen autoimmunen Prozess. Und diese Entzündung führt dann zur Vernarbung. Und diese Vernarbung kann dann über Jahre und Jahrzehnte zur Leberzirrhose führen oder zum HCC, zum hepatozellulären Karzinom, dem Leberkrebs. Und auf diese Risiken möchte ich eingehen und wir haben schon besprochen, was sind Triggerfaktoren, was macht es schlechter, Diabetes, Übergewicht, Alkohol, wie wir uns ernähren, was wir machen und was ist protektiv, Kaffee, davon haben Sie genossen, Sport, Bewegung, ausgewogene Ernährung, mediterrane Kost und viel Ballaststoffe sind gut. Gemüse, bei der mediterranen Kost bitte nicht nur an Pizza denken, ist mir ganz wichtig an der Stelle nochmal zu sagen. Und wenn wir uns dann diesen Verlauf anschauen, dann ist eben der Trigger der Erkrankung die Inflammation, die Entzündung und die führt, wenn die Gallengänge dann betroffen sind, zur Cholestase, das heißt, das, was in die Galle Flüssigkeit soll, wird nicht mehr so gut ausgeschieden. Es entsteht diese Vernarbung der Leber und über Jahre, über Jahrzehnte kann sich dann eine Zirrhose ausbilden und im schlimmsten Fall müssen wir solche Patienten transplantieren und wenn wir dann einen Patienten haben, der transplantiert ist, dann kann die Grunderkrankung, eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel, wieder auftreten oder wenn wieder Alkohol getrunken wird, kommt es natürlich auch wieder zur Schädigung der Leber. Und das möchte ich nochmal zeigen, warum sind Leberbiopsien für uns so informativ, weil wir das Lebergewebe anschauen können. Wir können anschauen, wie viel Entzündung ist in der Leber, was ist dort verändert. Wir sehen das Narbengewebe, das ist hier in der
Mason Trichrome Färbung hier blau dargestellt. Also alle diese blauen Fäden, die Sie hier sehen, das ist Narbengewebe hier zwischendrin. Und das ist die Hauptursache für die Mortalität oder das Voranschreiten der Erkrankung. Sie sehen, wir haben so vier Stufen. F0 ist keine Fibrose, F1 ist ein bisschen Vernarbung. Und dann geht es weiter bis hin zur Leberzirrhose. Und Sie sehen, je mehr Vernarbung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas passiert. Und deswegen wollen wir das verhindern, im Idealfall dieses Fortschreiten der Fibrose. Und wie können wir das nun überprüfen? Ich habe Ihnen das gezeigt vorhin, Leberbiopsie gegenüber Elastographie. Ich zeige Ihnen nochmal, was ist der Vorteil. Wir untersuchen ein 50.000stel der Leber, ganz, ganz, ganz wenig. Und trotzdem kann uns der Pathologe ganz viel sagen, was da los ist. Aber es ist invasiv. Bei jedem 1000stel Mal kann es eine schwere Blutung geben. Das heißt aber auch, dass bei 999 alles gut geht. Das muss man wissen. Es ist an sich eine sehr sichere Untersuchung. Es kann einen Sampling Error geben, das heißt einen Probenfehler. Ich treffe nicht den Bereich, der betroffen ist. Im schlimmsten Fall wird irgendwas anderes getroffen, nicht die Leber. Wir machen das ultraschallgesteuert heutzutage, sodass diese Fehlerquelle eigentlich sehr gering ist. Was kann die Elastographie? Die Elastographie kann eine größere Fläche untersuchen. Da gibt es ganz verschiedene Hersteller, die das an normalen Sonographiegeräten haben oder an separaten Geräten wie dieser FibroScan. Und auch hier haben wir Limitationen, wenn man adipös ist, der Body Mass Index über 30, dann sind die Werte falsch niedrig zum Teil oder falsch gemessen. Wenn die Leber entzündet ist oder nach dem Essen haben wir erhöhte Werte, wenn wir einen Gallengangsverschluss haben oder wenn das Blut vom Herzen zurückstaut, können auch hier falsch hohe Werte sein. Das heißt, es gilt immer, den Patienten als Ganzes zu betrachten. Und dann gibt es noch so ganz moderne Methoden wie die Kernspinnuntersuchung, MRI. Das kann man nicht nur die Leber sich komplett anschauen, sondern auch diese Lebersteifigkeit in dieser Röhre untersuchen. Das ist natürlich toll, kann man in Studien machen, aber ist aufgrund der Verfügbarkeit und der Kosten in der Realität nur für Einzelfälle vorbehalten. Aber damit können wir die Leber beurteilen. Und ist es nun relevant, die Leberzirrhose? Ich habe Ihnen gesagt, Leberzirrhose, Leberkrebs sind Komplikationen. Und wenn wir jetzt mal die gesamte Schweiz oder Europa oder Regionen betrachten, ist denn das überhaupt ein relevantes Problem? Und ja, das ist es. Die Leberzirrhose und der Leberkrebs sind die zweithäufigste Ursache verlorener Arbeitsjahre. Das ist auch ökonomisch von höchster Relevanz. Und Sie sehen, dass diese roten Kurven, das sind ganz viele Kurven hier, müssen Sie jetzt gar nicht im Einzelnen alle sehen, aber Sie sehen hier in der Mitte Europa und hier Amerika und Sie sehen hier diese roten Kurven, Anzahl verlorener Arbeitsjahre, viele, viele Millionen im Alter zwischen 15 und 64, also da, wo Personen eigentlich jung sind, voll im Leben stehen, da ist es wirklich ein relevantes Problem, dass es zu verhindern gilt. Und eben mein Anliegen ist hier sozusagen nicht das Management der Komplikationen durchzuführen, wenn es soweit ist, sondern hier oben anzusetzen, präventiv früh zu erkennen, früh zu behandeln, dass das eben hier unten nicht erreicht wird. Und wenn man alle Risikofaktoren betrachtet, dann haben wir heute über ganz seltene Erkrankungen gesprochen, Autoimmunhepatitis, PBC, PSC. Es hilft natürlich nicht, wenn man davon betroffen ist, aber was ist für, sage ich mal, Millionen von Leuten viel relevanter? Das sind die Virushepatitiden. Hepatitis B können wir gut behandeln, Hepatitis C können wir heilen. Alkohol ist immer noch ein Problem und das Übergewicht, das ist die große neue Herausforderung, weil es Millionen von Leuten betrifft. Nun, wenn die Komplikationen bei der Leberzirrhose wir nochmal betrachten, Herr Deibel hat Ihnen das schon gezeigt, wenn die Zirrhose ist in der Leber, dann fließt das Blut eben nicht mehr gut ab. Es ist wie ein Staudamm, das ist wie wenn Sie die Limmat voller Steine füllen und sich dann wundern, warum halb Zürich unter Wasser steht. Das liegt einfach daran, dass das Blut jetzt nicht mehr gut über die Leber zum Herzen fließen kann, sondern sich neue Wege sucht, zum Beispiel über den Magen, über die Speiseröhre oder den Darm auch. Und diese Krampfadern, aus denen kann es bluten, und das ist gefährlich.
Das Bauchwasser kann entstehen, auch hier ein Grund sicherlich das Abflusshindernis, aber auch Eiweiß, was fehlt bei diesem Patienten mit Leberzirrhose, und der Leberkrebs ist ebenfalls ein relevantes Risiko. Ich möchte darauf im Einzelnen noch etwas eingehen. Wie können wir erkennen, wenn man eine Leberzirrhose hat, dass es diese Krampfadern gibt? Wir können eine Magenspiegelung machen und in der Speiseröhre sehen wir dann plötzlich Krampfadern, hier ganz klein und hier werden die dann immer größer. Da gibt es verschiedene Grade, wir nennen das kleine und große Varizen, und die müssen idealerweise behandelt werden. Man kann das in den frühen Stadien über Medikamente machen, die den Blutdruck in diesem System senken. Die heißen Propranolol und Carvedilol. Und hier gibt es eigentlich relativ gute Daten, dass man zumindest in einem bestimmten Zeitfenster der Leberzirrhose den Druck und diese Krampfadern in der Speiseröhre gut behandeln kann. Wenn es größere sind oder wenn es geblutet hat, dann kann man Gummiringe um diese Krampfadern setzen. Wir nennen das Ligatur. Und dann gerinnt das Blut da drinnen und dann fallen die ab und bilden sich zurück. Das Problem ist nicht gelöst. Das Blut fließt nur woanders ab, aber nicht in der Speiseröhre, wo es eben dann zu massiven Blutungen kommen kann. Und wenn man geblutet hat, sollte man einen Verbindungsschlauch zwischen diesem Blut, was vom Darm kommt, und dem Blut, was zum Herzen hier weitergeht, die Lebervenen, also Pfortader und Lebervene, so fließt das Blut hier durch. Und hier macht man eine Art Kurzschluss, einen Stent setzt man ein. Sie kennen das vielleicht vom Herz, aber das können wir auch in der Leber. Und das nennen wir transjugulärer portosystemischer Shunt, ein hübsches Wort, was wir mit TIPS abkürzen. Und dieser kleine Schlauch, TIPS genannt, der führt dazu, dass dieser Druck auf diesen Umgehungskreisläufen dann von heute auf morgen drastisch gesenkt wird. Bauchwasser ist ein wichtiges, relevantes weiteres Problem. Ganz wichtig zu wissen, bei der Leberzirrhose werden ganz viel die Muskeln abgebaut. Das heißt, Sie müssen viel mehr, wo wir nochmal bei der Ernährung sind, Eiweiß zu sich nehmen. Sie müssen sich eigentlich ernähren wie ein Bodybuilder, ist ganz wichtig. Sonst bauen Sie Ihre eigenen Muskeln ab und das soll vermieden werden. Und oftmals ist es so, dass diese Eiweiße nicht nur im Muskel fehlen, sondern auch im Blut, in der Blutzirkulation. Und wenn diese da nicht mehr drin sind, dann geht das Wasser vom Blut irgendwo anders hin, zum Beispiel in die Bauchhöhle, und dann entwickelt man eben hier so einen dicken Bauch, wo die Flüssigkeit drin steht, das nennen wir Aszitis. Und das kann man auch wieder medikamentös mit Wasserlasttabletten behandeln. Wenn die Wasserlasttabletten nicht ausreichen, dann müssen wir das punktieren und ablassen. Wir nennen das Paracentese. Aber auch hier ist dieser Tipps möglich, diesen Tipps einzusetzen, um diesen Druck zu reduzieren. Dieser Effekt auf das Bauchwasser ist oft nicht sofort da, sondern dauert Wochen bis Monate, das muss man wissen. Alternativ gibt es auch Pumpen, die man unter die Bauchdecke einsetzen kann, die dann quasi hier mit einem Schlauch das Bauchwasser in die Harnblase pumpen, tagsüber, und dann kann man dieses Bauchwasser quasi mit dem Urin ausscheiden. Das ist eine alternative Methode, gerade wenn TIPS nicht funktioniert und man dann im schlimmsten Fall wöchentlich oder zweiwöchentlich zur Aszitis-Punktion zu uns kommen muss. Verwirrtheitszustände sind, glaube ich, noch wichtig zu wissen. Ein Patient, der Leberzirrhose hat, verstoffwechselt ganz anders, und auch die Gifte, die entstehen, das Ammoniak, was von den Darmbakterien gebildet wird, wird anders verstoffwechselt, und Ammoniak, wenn es zu hoch ist, führt zu Enzephalopathien, das nennen wir hepatische Enzephalopathie, wenn die Leber schuld ist. Die Leute sind verwirrt, sind nicht richtig ansprechbar, vergesslich, machen komische Dinge,
bis hin zu einem Schlafenszustand, dass sie fast nicht mehr erweckt werden können. Das müssen Sie wissen. Dann ist höchste Vorsicht geboten und solche Patienten müssen unbedingt im Krankenhaus behandelt werden. Was müssen Sie wissen? Das ist kein Dauerzustand, das ist ein Kommen und Gehen oft, sind Episoden. Es kann aber auch sein, dass es einfach immer mal wieder schlechter wird und gar nicht mehr so richtig gut wird. Gibt ganz unterschiedliche Verlaufsformen hier. Und wichtig zu wissen ist, die Darmbakterien spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Darmbakterien produzieren ganz viel Ammoniak und das Ammoniak wird wie alle anderen Nahrungsmittel mit dem Pfortaderblut zur Leber geleitet. Die Leber verstoffwechselt das normalerweise und dann ist es gut. Wenn die Leber narbig umgebaut ist, funktioniert das eben nicht mehr gut oder das Blut um die Leber vorbeifließt, mit den Krampfadern zum Beispiel, dann gelangt es zum Gehirn und das Gehirn verträgt zu viel Ammoniak eben nicht gut. Was kann man machen? Dadurch, dass Darmbakterien hier den meisten Ammoniak produzieren, ist es wichtig, ganz, ganz regelmäßig auf die Toilette gehen zu müssen. Und wir sagen eigentlich, so 3 Stuhlgänge müssen erreicht werden. Und wir können hier nicht resorbierbare Disaccharide verwenden. Lactulose oder andere Substanzen sind hier einsetzbar. Und was ein Charme an der Lactulose ist, dass sie den Stuhl noch etwas sauer machen kann. Und wenn dieser Ammoniak sauer gemacht wird, dann wird er positiv geladen und wird eben nicht mehr so leicht resorbiert. Das hat noch einen Vorteil. Aber Sie müssen auch wissen, das kann Blähungen machen, das kann unangenehm sein. Und wenn es nicht ausreicht, gibt es neue Medikamente wie Antibiotika, die nur im Darm wirken, wie das Rifaximin und dort erstaunlicherweise dieses Mikrobiom so beeinflussen, dass eben deutlich weniger Ammoniak gebildet wird, aber nicht multiresistente Keime entstehen und auch die anderen Eigenschaften des Mikrobioms, das so wichtig ist, eigentlich nicht negativ beeinflusst wird. Eigentlich ganz spannende Substanzen, zu denen wir in den nächsten Jahren sicherlich noch viel dazulernen. Ich möchte noch auf den Leberkrebs eingehen. Da haben Patientinnen und Patienten immer am allermeisten Angst. Wenn man bösartige Tumoren hört oder denkt, dann hat man oft das Gefühl, dann ist das Leben vorbei. Ich glaube, diese, sage ich mal, Angst muss man immer relativieren. Wenn Sie einen Patienten haben, der beim Kardiologen ist, hat der bloß einen Herzkasperl gehabt, ja, jetzt ein bisschen Herzinfarkt und weiß ich was. Patienten mit einer schweren Herzinsuffizienz haben eine viel schlechtere Prognose als jemand mit einem Leberkrebs. Das muss man wissen. Das heißt, viele andere Erkrankungen, wo wir denken, ist gar nicht so schlimm, haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu versterben. Und deswegen möchte ich Ihnen da auch so ein bisschen die Angst nehmen, wenn man Leberkrebs hört. Es gibt hier viele neue Methoden der Behandlung, selbst wenn die Leber so narbig umgebaut wird. Und meistens entsteht eben der Leberkrebs erst in der Zirrhose. Und dann sehen Sie das hier an so einem Resektat. Dieser Bereich hier ist der Leberkrebs bei den Patienten. Und trotzdem da eine Zirrhose da ist, können wir viel machen. Wie oft ist denn das hepatozelluläre Karzinom, der Leberkrebs? Das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Länder wir betrachten. Wenn wir die Schweiz hier betrachten, dann sehen Sie, das ist so ein bisschen dunkelblau. Da sind wir so etwa bei 5 Fällen pro 10.000. Das ist immer noch eine seltene Erkrankung zum Glück. Es wird davon ausgegangen, dass es ungefähr etwa knapp unter 1.000 Fälle in der Schweiz gibt. Das ist nicht so viel, aber natürlich für die einzelnen Betroffenen trotzdem ganz relevant, auch hier wieder diese Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Und deswegen brauchen alle Patienten mit einer Leberzirrhose eine Ultraschalluntersuchung alle 6 Monate, weil man in dieser Ultraschalluntersuchung ganz ohne invasive Maßnahmen die Leber häufig gut beurteilen kann und eben so einen Leberkrebs in einem Frühstadium erkennen kann, wo die Behandlung am einfachsten oder am erfolgversprechendsten ist. Es geht auch, dass wir Kontrastmittel spritzen in unseren Ultraschalluntersuchungen, in unserer Abteilung. Und Sie sehen das dann, manchmal ist so was gar nicht so leicht abgrenzbar. Das schaut alles ein bisschen diffus aus. Und wenn man dann Kontrastmittel sieht, sieht man auf einmal, da ist so ein kleiner Knoten, der dieses Kontrastmittel verstärkt aufnimmt und dann aber schneller auswäscht, als das
zugrunde oder um herumliegende Lebergewebe. Und damit kann man das gut erkennen. Man kann das natürlich auch mit anderen Verfahren wie der Computertomographie hier oben oder mit dem MRI der Leber ebenfalls detektieren. Das ist natürlich aufwendiger, aber wenn man die Leber sonografisch nicht gut beurteilt, geht das gleich gut. Wenn nun so ein Leberkrebs diagnostiziert worden ist, dann ist immer die Frage, wie behandeln wir ihn? Und es gibt verschiedene Einflussfaktoren. Das ist einmal die Größe, ob Gefäße betroffen sind, ob Tochtergeschwüre vorhanden sind. Das ist beim Leberkrebs zum Glück häufig erst spät. Ganz wichtig ist die Leberfunktion und ob eben so ein hoher Druck auf dem Pfortadersystem, also den Gefäßen, die vom Darm zur Leber fließend sind, mit diesen Umgehungskreisläufen, das ist ganz entscheidend. Zum Beispiel, ob man einen Tumor vom Operateur entfernen lassen kann. Der Patientenwunsch ist uns auch immer wichtig, ist ganz klar. Wir zeigen Ihnen immer auf, was es für Optionen gibt und natürlich, wie der Allgemeinzustand ist, gibt es Begleiterkrankungen. Und ich möchte Ihnen diese Tabelle von der europäischen Leitlinie gar nicht im Detail hier erläutern. Ich möchte da nur das als Orientierung Ihnen mitgeben, was man machen kann. Sie können das alles nachlesen oder im Nachgang nochmal ansehen auf der Homepage von Swiss Hepa. Aber in frühen Stadien, wenn Sie da einen Knoten haben oder bis zu drei Knoten, dann gibt es die Möglichkeit, das operativ zu entfernen, zu veröden oder auch eine Lebertransplantation durchzuführen. Und da ist das Gesamtüberleben eigentlich sehr, sehr gut. Viele, viele Jahre kann man damit leben. Und ich zeige Ihnen das, wenn man dann so zwei Knoten hat, dann gibt es eben die Möglichkeit, das Organ zu ersetzen bei einer Lebertransplantation oder aber auch zum Beispiel diesen Teil der Leber zu entfernen und dieses Segment hier selektiv herauszuschneiden. Das ist immer eine individuelle Entscheidung, die entscheidet nicht ein einzelner Arzt, sondern immer nur ein Team bestehend aus den Chirurgen, den Radiologen, Narkoseärzten, Strahlentherapeuten, Internisten, Hepatologen. Sie müssen wissen, das sind sehr komplexe Entscheidungen, da sind immer viele Experten betroffen. Wenn man nicht operieren kann, kann man veröden. Das ist nichts anderes als eine Nadel in diesen Bereich hier dieses Tumors zu stecken und dann kommen hier vorne so kleine Metallspitzen heraus und dann wird dieses Gewebe im Sinne eigentlich nur verkocht und durch dieses Erhitzen gehen die Tumorzellen kaputt und auch das ist ein potenziell kurativer Ansatz. Das heißt, damit im besten Fall heilt man diese Erkrankung, aber natürlich nicht die zugrunde liegende Leberzirrhose, die bleibt bestehen und damit bleibt auch das Risiko bestehen, dass ein neuer Herd entstehen kann. Auch wenn der Chirurg Ihnen sagt, Sie sind geheilt, müssen Sie wissen, die Leberzirrhose ist noch vorhanden und es ist ein erhebliches Risiko, dass ein neuer Herd auftritt. Erst wenn man das Organ austauscht mit der Lebertransplantation, ist diese zugrunde liegende, sage ich mal, Veränderung geheilt. Wenn wir mehrere Herde haben oder es eben nicht operativ angebeißt, dann können wir das lokal mit einer Chemo behandeln und da geht man von einem arteriellen Gefäß, meist in der Leiste, hier in das arterielle Gefäß, was die Leber versorgt und diese Tumoren bilden neue Gefäße und in diese Tumorgefäße, die kann man dann darstellen. Sie sehen das hier. Das ist hier sozusagen ganz viele wilde Gefäße, die da umeinander sind. Da kann man ganz selektiv Chemotherapie applizieren und danach dieses Gefäß verschließen. Das nennen wir transarterielle Chemoembolisation. Das heißt, über die Arterie gibt man die Chemo und dann verschließt man das Blutgefäß und den Sauerstoff, der zum Tumor fließt und mit dem Blut. Und damit kann man solche Tumoren auch in der Regel gut behandeln und sie vor allem in der Größe reduzieren und dann vielleicht auch andere Therapien im Verlauf anbieten. Ist auch das nicht möglich, gibt es mittlerweile viele medikamentöse Ansätze und die Prognose
hat sich mittlerweile deutlich verbessert, auch durch diese Immuntherapie, die eigentlich gar keine echte Chemotherapie ist, sondern nur eine Therapie, die das Immunsystem aktiviert. Und diese Balken soll Ihnen nur zeigen, alles das, was grau ist, hat nicht funktioniert hier. Das, was grün ist oder blau ist, hat einen Benefit gehabt. Das war Sorafenib. Wir hatten also 10 Jahre lang nichts anderes außer ein einziges Medikament, was man als Tablette einnimmt. Und auf einmal sehen Sie, hier kommen ganz viele blaue neue Medikamente hinzu, auf die ich jetzt im Einzelfall nicht eingehen möchte. Aber es gibt sozusagen wirklich hier eine Renaissance der Therapie und damit auch wirklich eindrucksvolle Verbesserungen, wenn man das nicht, sage ich mal, lokal entweder behandeln oder entfernen kann. Auch wir führen hier klinische Studien durch. Auch wir sind an dieser Weiterentwicklung beteiligt. Also auch wir wenden hier schon die Medizin von morgen in diesen klinischen Studien an. Lebertransplantation ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ein Zentrum, was die Lebertransplantation anbietet, kann quasi alle Therapiemodalitäten dieses Leberkrebses anbieten. Und das ist eben die Heilung, nicht nur von der Lebererkrankung, sondern auch vom Leberkrebs. Und das ist sicherlich ein Ansatz, der eben auch häufiger bei so einem Leberkrebs angewandt wird. Und das ist ganz relevant zu wissen. Warum werden nun Patienten lebertransplantiert? Ich habe Ihnen die Zahlen mal aus Amerika mitgebracht. Und wir können die Virushepatitiden gut behandeln. Die Hepatitis B können wir schon lange gut behandeln. Die machen eigentlich nur einen kleinen Prozentsatz aus, der hier von 2001 noch weiter abnimmt bis 2018. Die Hepatitis C, HCV, hatte hier noch jeden dritten Patienten betroffen. Da sind wir jetzt noch bei jedem fünften. Das nimmt ab. Wenn wir aber unsere seltenen Autoimmunerkrankungen anschauen, PBC, PSC, Autoimmunhepatitis, dann ist es so, dass es ungefähr gleich viele Patienten unverändert sind. Das heißt, diese Patienten, die brauchen in der Zukunft noch mehr Medikamente, noch bessere Medikamente, um dies zu vermeiden. Und was eben das Problem ist, ist diese Fettleber, Fettleberentzündung, NASH, hier nur jeder Zehnte, hier schon jeder Vierte. Das ist das Problem, dieser deutliche Anstieg dieser Fettlebererkrankung, Fettleberzirrhose, die uns vor große Herausforderungen in der Zukunft stellen wird. Wie schaut es am USZ aus? Das sind die Lebertransplantationszahlen seit 1986. Und Sie sehen hier, die Gesamtanzahl nimmt hier deutlich zu, auch in den letzten Jahren bei uns. Wir transplantieren jedes Jahr 60 und mehr Patienten und sind damit sozusagen das größte Transplantzentrum in der Schweiz bieten hier sozusagen letztendlich die Möglichkeit an, auch seltene Patienten entsprechend heilen zu können. Ganz herzlichen Dank für das lehrreiche und spannende Referat, Herr Professor Krämer, und Ihr großes persönliches Engagement. Ganz herzlichen Dank.